Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 50-50 Box von 84 und Said. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 50-50 bzw. 50-50 von 84 und Said. Es ist ein Kollabo-Album von ja, mehr oder weniger Berlin und Hamburg. 84 ja Hamburger und Said Berliner. Wir sehen hier auf dem Cover einen 500-Euro-Schein, dieser mehr oder weniger in der Mitte durchgerissen, also sehr sinnbildlich für 50-50. Die Box ansonsten ja relativ schlicht in hellgrau gehalten. Hier lesen wir nochmal die Interpreten und den Albumtitel. Hier ist nichts. Hier nochmal dasselbe. Und hier nochmal 84 und Said 50-50. Auf der Rückseite haben wir nur die Logos. Also einmal ganz links das Logo von Said. Daneben 84. Dann noch Filatov, Distri und Flomo. Und einen Barcode. Alles klar, wir haben hier eine flache Klappbox. Und da kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, die CD, das Album an sich, die Instrumentals zum Album, oder beziehungsweise die Bonus-CD, einen Sticker, ein weiterer Sticker, eine relativ ungewöhnliche Autogrammkarte und ein Poster. Und hier, nachdem wir die Box aufgeklappt haben, offenbart sich hier noch eine geteilte 1-Euro-Münze. Ansonsten hier nichts weiter. So, dann kommen wir als erstes zum Album an sich. Die Polizei ist auch am Start. So sieht das Ganze aus. Also im Gegensatz zum Boxcover haben wir jetzt hier einen 500 Euro, keinen 500-Euro-Schein mehr, sondern hier die 1-Euro-Münze. Die ist ebenfalls mehr oder weniger in der Mitte geteilt, auch wenn ich ehrlich gesagt die rechte Seite etwas größer finde. Egal. Die CD glatt in weiß gehalten, bis auf das eben, und den Schriftzug. Auf der Rückseite, was sehen wir hier? Eine Taschenuhr und die zugehörige Kette und hier eine Säge. Also hier wurde wirklich alles 50-50 aufgeteilt. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Nura, Harris, Crack Valley und Osama. Also 4 Features auf 12 Tracks verteilt. Ich muss sagen, meine Favoriten sind Track Nummer 2, Boom, und Track Nummer 4, Echte Männer, featuring Nura. Gut, dann kommen wir schon zum Inhalt. Ich schaue jetzt nur ganz kurz, ob wir hier hinten... Ja, hier steht nochmal, das ist immer das Problem, dass hier im Hintergrund dann fokussiert wird, weil die Fläche so klein ist. Wir haben hier auch nochmal 50-50 stehen, hier das Logo von 84 und hier das Logo von Said. Okay, so sieht die CD aus. Wie immer werft man einen kurzen Blick in das Booklet. Also diese 50-50, 50-50 Thematik zieht sich hier wirklich komplett durch. Wir haben hier eine Vinyl, eine Schallplatte durchgesägt, dann hier eben so eine goldene Kette und hier auch ein Kunstgemälde. Fizzle und Said lesen wir hier. Fizzle ja einer der Spitznamen, einer der anderen Künstlernamen von 84. Hier haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks. Also alle 12 Tracks hier aufgelistet. Was haben wir hier? Ich würde mal sagen, mehr oder weniger Danksagung. Hier sind einige Namen aufgelistet. Dann haben wir hier links Said, rechts 84. Ja, weitere Sachen, die hier halbiert wurden. Schlüssel, Feuerzeug und eine Zigarette. Und dann hier noch die Infos, wo das Ganze aufgenommen wurde. Beziehungsweise wer sich für das Album verantwortlich zeigt. Relativ, ja, schmales, relativ schlichtes Booklet. Dann die CD. Diese ebenfalls halbiert.
50-50. Also sieht auf jeden Fall lustig aus, das Ganze. So sieht die CD aus. Rückseite ebenfalls wieder glatt weiß. Dann haben wir die Bonus-CD. Die sieht so aus. Hier wieder der 500-Euro-Schein. Geviertelt, sage ich schon. Halbiert. Bonus-CD. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Okay. Also hier haben wir die Tracks. Allerdings haben wir 3 Tracks zusätzlich. Also 3 Bonus-Tracks haben wir hier. Und dann haben wir nochmals die Tracks des Albums als A Cappella-Version. Und auch die 3 Tracks, die hier neu sind, ebenfalls A Cappella-Version. Also wir haben 3 Bonus-Tracks und 15 A Cappellas, weil eben die 3 Bonus-Tracks auch als A Cappellas hier drauf sind. Okay. Die CD in schwarz gehalten. Auch wieder hier 50-50. Sieht echt gut aus. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir Sticker. Einmal diesen Sticker hier. Der mehr oder weniger halbierte Euro. Dann haben wir diesen Sticker. 50-50 8-4 und Said. Und die Kamera hat da gerade, glaube ich, echt Auflösungsprobleme. Weil dieses Tier, dieser Riesenvogel, so ganz fein schraffiert ist, also das Gefieder, und deswegen flimmert das so leicht. Sieht auf jeden Fall krass aus. Gefällt mir gut. Und dann haben wir die Autogrammkarte im Querformat, in so einem Streifen, habe ich auch noch selten gesehen. Links 8-4, rechts Said. Das Ganze auch wieder hier mit so einer Trennlinie, also auch hier wieder 50-50. Es wird mehr oder weniger so, ja, nahegelegt, man könnte das Ganze ja trennen, also hier mit einer Schere durchschneiden. Ich werde es auf jeden Fall zusammenlassen und das Ganze so in diesem Zustand behalten. Dann haben wir noch ein Poster. Okay, auf diesem Poster auch wieder der 500-Euro-Schein halbiert und in der Mitte lesen wir 8-4 Said 50-50. Rückseite blankweiß. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch ein T-Shirt. Dieses ebenfalls in weiß. Und auch hier haben wir wieder dieses Riesenvogelviech. Ja, Adler, Raubvogel, was auch immer. Also hier mit 2 Ketten in der Hand und Umhängetasche. Und dann lesen wir hier unten eben 50-50, 8-4 und Said. Neckprint haben wir keinen. Das T-Shirt also in den Farben hauptsächlich Violett, Weiß und Rot. Und dann lesen wir hier noch, wir haben es zu tun mit einem B und C T-Shirt, exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze besteht aus 100% Baumwolle und ist, wo steht es denn? Ganz unten hier, Made in Bangladesch. Alles klar. Dann schauen wir uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das weiße T-Shirt und dann hier in Violett und Rot diesen Raubvogel, diesen Adler hier, riesig über die gesamte Fläche. Unten mit den Krallen umklammert der 50-50 Schriftzug. Und darunter lesen wir noch 8-4 und Said in Violett und Weiß. Also ich muss ehrlich sagen, Violett und Weiß auch eine Top-Kombination. Violett neben Schwarz und Rot auch eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Und auch wenn das vielleicht etwas ja, eigenartig ist hier mit diesem riesen Vogel, aber gefällt mir echt gut diese Kombination aus den Farben Violett, Weiß und Rot. Werde ich definitiv auch anziehen, das T-Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Die Autogrammkarte unterschrieben von 8-4 und Said. Der Sticker im Hochformat.
der Sticker im Kreisformat. Die Bonustracks bzw. die A Cappellas. Das Album 50/50 an sich. Und das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Querformat natürlich. Das alles in dieser wunderbaren Box 50/50 von 84 und Said. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 84 und Said unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.